Ui, da ist Öl ausgelaufen. An Trullis Fahrzeug ist Öl ausgelaufen. Sie haben es selbst erkennen können. Der hat offensichtlich beim Überfahren, das sieht sogar nach Benzin aus, der muss was aufgeschlitzt haben. Ich denke mal, dass er beim Überfahren des Randsteines das Monocoque unten beschädigt hat oder eine Leitung abgerissen hat. Öl oder Benzin? Am Explodieren her war das eher Benzin. Jetzt sieht es nach Öl aus vom Rauch her. Jetzt verteilt er da natürlich diese Flüssigkeiten auf der Strecke beim Anfahren. Da hat sich das Benzin, was dort lag, entzündet. Jetzt gibt es eine Ölspur. Also da muss er richtig was kaputt gemacht haben an dem Randstein. Das ist ja die Kritik der Fahrer gewesen, dass diese Randsteine das Auto beschädigen, weil die einfach zu hoch und zu scharf sind. Die scharfen Kanten wollte speziell Michael Schumacher, wollte diese scharfen Kanten weghaben. Hier haben wir jetzt das Ergebnis. Auf der anderen Seite sind die Randsteine natürlich dazu da. Häkkinen steht hier. Der hat da schon die Handschuhe ausgezogen, wird nämlich geschoben. Ja, und jetzt hat Trulli das Auto tatsächlich rausgehauen. Das sehen wir auf der Spitzengruppe, während hier Häkkinen weggeschoben wird. Da ist Jarno Trulli innen in der Parabolica aufs Grün gekommen. Hier die Wiederholung der Ursächlichkeit dieser Zwischenfälle, die sich jetzt gerade ereignen. Parallel hier dieser Feuerball beim Verbrennen des Benzins. Hier sortiert er wieder die Gänge. Und jetzt beim Anfahren achten Sie mal drauf, da explodiert der Restbenzin auf dem Asphalt hier. Wie eine Rakete fährt er da weg. Es ja, erinnert mich ein bisschen an Dinis vor Jahren in Barcelona, als dem mal der Tankstutzen flöten ging. Benzin ausschwappt und in der Kurve der Brasilianer im Ligier mit einem riesen Feuerball ins Kiesbeet fuhr. Nichts passiert damals. Aber das war dasselbe Team. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns direkt hier an.